Willkommen zurück bei Elex 2. Eine Aufnahme machen wir noch. Da muss ich aber auch noch ein paar andere Sachen erledigen. Willkommen zurück. Licht an, Kamera an, bam, da sind wir wieder. Wir haben ein paar... Ja, eigentlich sind wir ganz gut vorangekommen, oder? Wir haben einen Teleporter gefunden, wir haben ein paar viel zu starke Gegner besiegt. Da hinten die Banditen wurden aber von diesem Fliegedämon angegriffen. Das würde ich deswegen auch einfach mal gekonnt umgehen, die Anlage da. Die gucken wir uns später an. Generell auch da hinten dieses riesige Ding. Da hinten wäre ja irgendwo Goliath in Edan. Das ist ja scheinbar nicht mehr im Spiel. Immer noch sehr schade. Was ist das da jetzt? Ich kann leider ohne Pfeile nicht mehr anvisieren. Was zum Teufel? Was denn? Ja, ja, viel zu stark, ich weiß, aber mit Kaya, ihr wisst ja. Der brennt zu Tode. Sehr schön. Cool mit den Hörnern, ne? Ja, mit Kayas Hilfe kriegen wir das alles ohne so große Probleme hin. Schrotflinten. Ach, guck mal, wir haben drei Stück. Sky and Blaster. Hier, den haben wir auch noch gefunden. Bei den Banditen Donnerohr. Laut und dreckig, so wie die Outlaws es mögen. Ah ja, ja. Krasse Charaktermodelle, muss man schon sagen. Aha. Was ist das hier für ein komischer... Canyon oder so? Eine Sniper-Drohne schon wieder. Also habe ich das richtig verstanden, dass irgendjemand die Maschinen der Kleriker gehackt hat, sozusagen, ja? Ja, Sniper-Drohne schaffen wir eigentlich, oder? Also Kaya, ihr wisst schon. Der war jetzt gut, ne? Der war gut. Schaffen wir und dann instant tot. Gut, dann lassen wir das mal lieber. Da fällt mir ein, ich wollte Tilas immer mal fragen, wie diese geologischen Strukturen entstanden sind. Diese Steinstachel hier. Warum willst du das wissen? Die Welten haben... Red bitte weiter. Genial. Was wird der Dialog aber wert? Da fällt mir ein, ich wollte Tilas immer mal fragen, wie diese geologischen Strukturen entstanden sind. Diese Steinstachel hier. Warum willst du das wissen? Die Weltenherzen haben hier in Tavaya einiges verändert. Aber diese Steine sind größtenteils unverändert geblieben.
Ich frage mich einfach, woran das liegt. Okay. Fand ich jetzt interessant. Ich poliere gerade meine Brille auf Hochglanz. Nicht wundern. Riesige Flecken im Blickfeld gehabt. Katastrophe. Ah, es ist besser. So, schon besser. Ich sehe wieder was. Sind aber sehr schöne Felsformationen. Haben wir noch irgendwas? Das Non-Weltenherz da vorne. Okay, die haben hier alles vollgeweltenherzt. Vorsicht! Hei, ja, jetzt habe ich aber auch getriggert, ne? Holy crappity crap. Da habe ich uns aber gerade auch wieder sterben sehen, ne? Na, okay. Sehr schön. Ja, ja, wir sind zu schwach. Bla, bla. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wieder einfach mal, solange wir die Kämpfe schaffen, sind wir nicht zu schwach. War das hier denn? Ja, ne? Das war das Weltenherz. Nee, es war weiter weg. Dieses sehr weit außen gelegene Weltenherz, was wir damals verteidigt haben, wo der eine Berserker alleine war. Das kann das eigentlich nicht sein, oder? Wobei ich, wie gesagt, komplett verwirrt bin. Scheint mir so, als wäre alles ein bisschen. Ups, als wäre alles ein bisschen verschoben. Lust, eine kleine Pause zu machen? Jetzt schon? Ach, vergiss, dass ich gefragt habe. Eigentlich geht's noch. Mysteriöse Musik setzt ein, huh? Hallo? Die sind alle unbewacht, die ganzen Weltenherzen. Gibt es denn Terold noch, oder wie der hieß? Kartenstück, nice. Hacken. Speichern. Finde die richtige Kombination mit Hilfe der Gleichung. Einige Ziffern sind größer als andere. Was? Fünf? Nee. Drei, vier, fünf, sieben. Was? Geht doch. Als wäre es richtig gewesen. Hey, eine Armbrust. Nice. Armbrust, aber neu, oder? Als wäre das richtig gewesen. Was soll denn auch die Musik hier? Also irgendwas stimmt hier doch nicht. Unabhängig davon, dass ich es eh sehr besorgniserregend finde, dass alle Weltenherzen einfach unbewacht sind. Soll es wieder zu einer Wüste werden hier, oder was?
Na gut, wir verschwinden mal. Das war so gut. Okay. Wir lassen Raptor und Hornwolf mal Raptor und Hornwolf sein. Einzeln ist okay, aber beide zusammen. Na, wobei hier jetzt gerade, guck mal hier, wenn wir den jetzt hier wegschneckeln. Dann ist das nur ein Hornwolf. Und den sollten wir doch schaffen, oder? Es geht los. What the fuck? Das war aber wieder eine Sekundenangelegenheit, oder? Den Raptor lassen wir mal. Eieieiei. Ja, ist schon spannend, ne? Ist spannend, aber natürlich auch ziemlich nervenaufreibend. Ach, scheiße. Ist auch schon seit Gothic 1, oder? Der Ton. Okay. Ciao. Dir bringe ich Manieren bei. Ach nee. Verfluchte Made. Niemand attackiert Kaya hier. Mann. Okay. Zwei Banditen weniger, ha? Huh? Wo sind wir denn jetzt hier? Da. Da waren wir noch nicht, ne? Meep, meep. Noch eine beschädigte Armbrust, ist auch schön. Also sind jetzt noch mehr Banditen oder war's das? Nimm doch alles mit. Beschädigter Jagdbogen. Ach so, Astrid. Sorry, hab dich nicht gesehen. Darf ich hier rein? Warum ist das denen immer egal, wenn ich was klaue? Und warum waren direkt neben Astrid Banditen?
Ich bin nicht gut genug. Ich war da nicht drin. Hier ist es schön. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Hab ich jetzt den gleichen Fehler nochmal gemacht? Das war wohl nichts. Alter, Junge. Zu einfach. Ich verschwende die ganzen Dietriche. Die Mucke ist geil. Nachricht von Rocco. Astrid, hör auf wegzulaufen. Warum hast du mir damals das Leben gerettet und gehst mir jetzt aus dem Weg? Ohne dich wäre ich verblutet. Jetzt ist es anders. Nur blutet mir das Herz. Komm zu mir zurück. Mir gefällt es nicht, dass du dich mit den Berserkern gemein machst. Die sind kein Umgang für dich. Zwing mich nicht, deutlicher zu werden. Rocco. Süß. Die Musik ist super toll, aber... Na gut. Astrid, ich habe die Banditen da vorne getötet. Bitteschön. Willst du ein paar Tierhäute loswerden? Oder genießt du nur die frische Luft? Was es auch ist, sei mir willkommen. Lebst du allein hier draußen? Ja, mein Partner hat es schon vor Monaten erwischt. Seitdem steht die Hütte da vorne leer. Ruh dich dort aus, wenn dir danach ist. Wenn du aber ein sauberes Bett vorziehst, bist du im Fort besser aufgehoben. Nur wird man dich nicht hineinlassen. Warum nicht? In letzter Zeit haben immer mehr Fremde Zuflucht im Fort gesucht. Das ging nicht lange gut. Also hat irgendein schlauer Kopf beschlossen, die Mauern hochzuziehen. Wenn du es auf einen Versuch ankommen lassen willst, halte dich östlich. Der Zugang ist oberhalb der Setzlingfelder. Komm aber nicht vom Weg ab. Thorhild sieht es nicht gern, wenn sich Fremde zwischen ihren Pflanzen herumtreiben. Auf sicheren Pfaden. Oh, okay. Kannst du mir was beibringen? Warum nicht? Es kann nicht schaden, wenn ich mein Wissen über die Jagd teile. Außerdem stelle ich so vielleicht sicher, dass du mir und niemand anderem deine Felle verkaufst. Bring ein bisschen Zeit und Splitter mit. Dann sehen wir, was ich für dich tun kann. Bring mir was bei. Sicher. Was willst du wissen? Okay. Weiß ich nicht. Was hast du denn Tolles? Fernkampfwaffen. Sechster Sinn. Das ist schon nice, ne? Mit dem Radar und den Feinden. Einsamer Wolf, ne? Wegen der Tierhäute. Ich nehme dir normales und schweres Leder ab. Und ich zahle dir mehr als sonst irgendjemand. Also, hast du was dabei? Danke. Danke. Da fehlt noch was. Danke. 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 Da fehlt noch was. Okay. Da fehlt. Kann ich bei dir auch etwas kaufen? Nicht wirklich. Aber als ich vor einiger Zeit zum Fort gegangen bin, ist mir so ein Kerl aufgefallen. Er war gerade damit beschäftigt, einen kleinen Verschlag aufzustellen. Wenn mich nicht alles täuscht, hatte er auch einige Bündel dabei. Würde mich nicht wundern, wenn darin Zeug zum Handeln war. Und wo finde ich ihn? Das ist leicht. Wenn du dem Weg hoch zum Fort folgst, kannst du ihn eigentlich nicht verfehlen. Wenn doch, dreh vor den Torwachen um und folge dem Pfad nach unten. Bitte was? Das sind teilweise sehr komplexe Weganweisungen, die sie mir gibt, aber okay. Komischer Orten, aber die wird hier jetzt markiert, genau, das ist schön.
Genau, da könnten wir nochmal lang gehen. Aber warum waren da jetzt die Banditen? Keinerlei Anmerkung von ihr zu den Banditen? Das ist aber ungewöhnlich. Was ist hier? Ist doch bestimmt nicht freundlich, oder? Sieht das so ein Termitennest aus oder so? Okay, wesentlich. Sind die Architekten der alten Welt echte Künstler gewesen. Diese Kugelbauten sind schon was Besonderes. Hungrige Pestratte, 1 von 5. Okay, das ist irgendeine Aufgabe. Das ist unser Niveau gerade. Hör auf, die blöden Texte da mal hinzuschreiben, Mann! So lustig, dass Kaya ohne uns gefühlt irgendwie besser dran wäre, weil wir dann nicht immer laden müssten. Sie könnte einfach durchlaufen durchs ganze Spiel. Na gut. Ich bin nicht gut genug. Klar, kein Problem. Können nachher nur 20 Stunden alle Kisten ablaufen, die noch fehlen. Frage ist natürlich nur, für wen sollen wir die Ratten überhaupt töten? Aber ich muss schon sagen, Kaya macht es einen sehr verlockend, Magier zu werden. Sieht bei weitem cooler aus als bei Elex 1. Und vor allen Dingen, wo ist die letzte Pestratte? 1, 2, 3. Ja, dann gerne mehr, ne? Also wenn wir jetzt in diesen Kuppeln nur Pestratten finden. Ah, da ist er. Hallo. Rattenplage. Ja. Die hat ein paar KI-Aussetzer, kann das sein? Da ist ein Konverter, der alte. Wie süß, der alte Konverter von Tavar. Oh, oh, oh. Sonst noch was? Nö, oder?
Ja, wir wollen eigentlich die Typen töten. Jetzt haben wir uns wieder hier voll verlaufen, aber... Mann, Mann. Wenn dann bemachbare Gegner kommen, freut man sich ja direkt. Jetzt sind wir hier oben. Komplett falsch. Ne, da will ich jetzt aber nicht hin. Wer hat dich denn getötet? Also ich nicht. Wer hat dich denn getötet? Also ich nicht. Da haben wir ja den Big Bang bekämpft. Ist auch so eine ganz weirde Geschichte. Ist die irgendwie kleiner, die Wüste, von der Skalierung her? Ich bin total verwirrt. Ups. Aua! Was? Ach, die sind für ein Mega-Kombo hier. Ja, wie viele Fähigkeitspunkte haben wir? 36 Attributspunkte. Müssen wir dann nochmal gucken, dass wir die dann wirklich sinnvoll einsetzen. Vorsicht! Zaubern geht wieder nur mit Berserker, das heißt, wir müssen vorher auf jeden Fall noch in den Nahkampf gehen. Toter Schakal. Dieses kleine Fabrikgebäude, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Oh, warum denn immer Banditen? Sowas wird hier nicht geduldet. Sagt der Bandit, ey, ich glaub's nicht. Was willst du denn jetzt? Oh, das war das KS-Todstöhnen. Sie steht wieder. Oh nein. Ich habe die Ratten nicht reingeholt, nicht, dass ich ehrlos wäre oder so. Nice. Und alle Erfahrungspunkte bekommen. Alle Erfahrungspunkte bekommen. Perfekt. Stufen wir auch. Ach du Scheiße. Ja, diese Todesmarkierung auf dem Radar, I don't know. Hilfreich, notwendig eigentlich nicht. Macht halt alles. Es sind halt diese Komfortfeatures, ne? Keine Ahnung. Muss jetzt nicht sein. Ich brauche kein Radar. Gothic hat auch funktioniert. Keine Ahnung. Ich bin ein bisschen... Ja... Traditionell. Wenn es da ist, warum nicht? Aber ich brauch's nicht. Zwei Bier. Eine Bein kann man nämlich nicht stehen. Da sind noch viel mehr Banditen da hinten.
Ich bin nicht gut genug. Ups. Mist. Erstmal Pause machen. Sehr schön. Wir sind zwar immer noch nicht am Ziel, aber wir kommen gut vorwärts. Na schön. Dann ist das eben so. Was denn? Mit deinen Kopfschmerzen. Alter. Boah, wie hinterlistig. Gerade wach geworden, ey. Ich dachte, wir sind die Gemeinen. Das ist aber ein Megatreffer, ha? Was haben die denn hier auch mit ihren Totenschirmen? What the fuck? Ih! Wer von den Banditen war das denn? Das macht man doch nicht. Hör mal, Leute, ich bin schlecht gelaunt. Ich bin nämlich gerade wach geworden. Da kam euer Kollege und meinte mich einfach so. Wer weiß, wie lange das hier alles noch steht. Mein Kopf. Noch oder schon? Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Bleib hinter mir. Schiss, Mann. Ja, es ist ein bisschen Teamwork, aber... Oh, fucking hell. Gar nicht gesehen. Den kaufe ich mir. Voll wie frech der ihr einen mitgegeben hat. Habt ihr das gesehen? Abgenutzter Schlüssel. Jetzt gerade mal nicht Herbert aus dem Orbit. Später vielleicht. Abgenutzter Schlüssel. Beutetruhe. Dafür bestimmt der Schlüssel. Golderz, Pokal, Geld, gestohlene Wertsachen. Missionsgegenstand. Allerlei zusammengeklauter Plunder. Für die jeweiligen Eigentümer sicher wertvoll. Abgeschlossen. Ein glückliches Händchen. Also auch schon wieder eine Quest. Sehr schön. Schlafen wir nochmal. Warum denn nicht? Ja, wenn wir Glück haben, wir sind bei 33 Minuten, schaffen wir es noch, dieses Video die restlichen Patrouillentypen von den Klerikern zu töten. So, so. Aber... Was das hier früher wohl mal war? Gute Frage. Es ist definitiv so, dass das ehemalige Tavar jetzt so ein bisschen das Edan ist, was ich sehr schade finde. Ich mochte Edan. Ich mach da mal einen Totenmarker hin. Weil ich jetzt eigentlich ganz gerne Richtung Zielort gehen möchte. Das muss ja nicht sein. So, so. Was das hier früher wohl mal war? Ah!
Was das hier früher wohl mal war. Jetzt ist es eine Alpstellung. Okay. Und da sind doch die Späher. Guck mal. Das war geklaut. So irre. Ja. Schade. Ich finde es gut, dass die nicht zu stark sind, die Dinger. Bleib hinter mir. Ach so, sie ist schon wieder K.O., klar. Hat sie wenigstens einmal getroffen oder war es eher so ein vergebender? Ah, noch so ein bisschen. Vorsicht. Oh, warum leckt das denn jetzt so? Holy shit, laggy! Holy crap. Okay. Das war mal nice.
Was regeneriert denn da so langsam, bitte? Beschädigtes Alpschwert, okay. Was ist das für eine Aufgabe, die gerade markiert ist? Oh mein Gott. Ich hab gar nicht losgelassen! Hör mal, Kaya, da oben ist unser Ziel. Kriegst du das hin? Nee. Da waren es nur noch zwei. Okay, ich wollte eigentlich gerade die Quest markieren. Klerikerschrott. Da ist es. Sicherung des Landes. Dir helfen, ne? Aber da war es nur noch eine. Sieht das jetzt aus? Ich denke, wir haben alle maschinellen Spione erledigt. Verfluchte Blechdosen. Am liebsten würde ich...
Die Kleriker haben nichts damit zu tun. Jemand hat ihre Maschinen umgepolt. Ach ja? Und da bist du dir ganz sicher? Ich habe mir die Dinge mal genauer angesehen. Wie ich schon vermutet habe, sind sie umgepolt worden. Die Kleriker selbst stecken jedenfalls nicht hinter diesen Angriffen. Na gut, ich werde deinem Urteil vertrauen und werde das jetzt nicht weiterverfolgen. Trotzdem hoffe ich, dass so etwas ein Einzelfall bleibt in Tavar. Wie auch immer, ich danke dir für deine Hilfe. Ja, ja, schon okay. Spar dir den Scheiß. Gern geschehen. Du kannst auf mich zählen. Wenn du wieder einmal so eine Sache verfolgst, dann gib mir Bescheid. In Ordnung, das werde ich. Wie gemein die alle sind, ne? Geht's dir gut? Ich bin okay. Noch ist es kaum abzusehen, ob es in einem alles entscheidenden Krieg gegen die Fremden endet. Doch wir müssen vorbereitet sein. Sehr kompakt, aber okay. Bleib hinter mir! Aber schönes Buschgespräch gerade. Wow. Puh. Ja, hoch. Da geht's hoch. Wir gehen jetzt noch hoch zum Eingang der Stadt und werden beim nächsten Mal die Berserker besuchen. Da freue ich mich echt schon ein bisschen drauf. Genug gekämpft, genug Schweiß und Blut und Tränen verloren. Ich denke mal, es ist Zeit für einen kleinen Zwischenstopp. Hier war alles Wüste, ne? Das ist schon geil. Das ist schon krass gewandelt hier. Was war hier unten nochmal? Hier war auch irgendwas Questmäßiges. Ach, das ist der... Das ist ein kleiner Durchgang. Ja, das ist schon cool. Also, dass man hier jetzt dieses gewandelte Tavar hat, das finde ich schon echt fesch. Wach auf. Der Duke ist gefallen, das Fort ist gefallen, die Outlaws sind gefallen, die Berserker beherrschen Magalan, das alles sind Lügen. Kommt in den Krater, schließt euch den neuen Duke an. Wir werden ihnen zeigen, was wahre Freiheit bedeutet. Ihr habt Informationen, ihr habt Waffen, wir bezahlen euch für alles, was ihr uns bringt. Die Outlaws werden wieder auferstehen. Baxter, Duke von Arteris. Beseitigen das mal, ja? Damit niemand hier auf dumme Ideen kommt. Wollen ja hier keine Rebellion innerhalb der jetzt von den Outlaws befriedeten Stadt. Ach, von den Outlaws. Ich meine natürlich Berserkern. Sorry. Oha. Ne. Die haben jetzt schön ihre Setzlingfelder hingemacht. Wie geil ist das denn? Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das so eine gute Idee war, die Outlaws nicht komplett von hier zu vertreiben. Wie meinst du das? Wir haben ihnen unsere Rüstungen gegeben, sie wie Berserker angezogen und lassen sie unsere Setzlinge pflegen. Das heißt aber nicht, dass sie wirklich Berserker sind. Ich weiß einfach nicht, ob wir diese Grobmotoriker wirklich an unsere heiligsten Pflanzen lassen sollten. Das ist alles. Ob da wohl Crazy Red irgendwo bei ist? Pflege der Setzlinge. Pflegehinweis. Alle neuen Setzer haben darauf zu achten, dass die Setzlinge regelmäßig mit Mana versorgt werden. Sofern die vorgesehene Größe noch nicht erreicht ist, werden sie auf keinen Fall von den Feldern genommen. Torhild. Warum reißt ihr das nicht ab, Leute? Vorsicht, Banditen. Seit geraumer Zeit haben sich eine Gruppe Banditen in der Nähe des Forts breit gemacht und es sind bereits Sachen entwendet worden. Das Problem wird von unseren Wachen alsbald gelöst. Bis es soweit ist, gilt es, die Augen offen zu halten. Vor Alleingängen ist ausdrücklich abzusehen. Sollte es Beutegut dennoch in Unmoff geraten, ist es bei Garda am Tor abzuliefern. Die haben wir ja schon gelöst, die Aufgabe. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Naja. Huch.
Hoch. Hoch. Das finde ich hier irgendwie verrückt. Was hast du da vor? Fleischbraten. Das hier darf man wieder nehmen, das ist ja komisch, ne? Also es ist sehr großzügig, das Spiel. Ich kenne das jetzt natürlich aus Gothic 3 so, dass wirklich alles Diebstahl ist innerhalb einer Stadt. Aber hier darf man sogar so ein bisschen... Ich bin nicht gut genug. Schade. Hier sind aber doch bestimmt bekannte Gesichter dabei, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jetzt kein Gag-Charakter dabei ist. Das heißt, das hier sind die Setzlingfelder. Okay. Was ist jetzt? Bist du bereit? Weiß nicht. Meinst du, die paar Büchsen und Wasserschläuche reichen? Natürlich. Den Rest kriegen wir unterwegs. Und wenn man uns nachstellt? Das tut schon keiner. Jetzt komm schon, der Krater wartet. Oh Mann. Na dann, los. Ach so, die hauen ab. Ja, dann viel Erfolg, ihr Deppen. Setze. Das waren jetzt aber Skyans, oder wie die heißen. Setzerin, Setzer, Setzer, Setzer. Aha, aha, aha. Drei Haken und zwei Schaufeln. Da hat gerade schon Butch gesprochen. Und ein Eimer und zwei Rechen letzte Woche. Du Räuber! Fucking hell. Ich habe ewig nicht gespeichert, ne? Ah, gut, das geht ja. Das geht ja. Jetzt sind die beiden noch da. Wir lassen sie einfach nicht gehen. Wir gehen einfach nicht hin. Drei Haken und zwei Schaufeln. Wie bitte? Und ein Eimer und zwei Rechen letzte Woche. Das erfahre ich erst jetzt? Wie wollt ihr das Feld bestellen, wenn euch das Werkzeug fehlt? Erklär mir das. Heißt das, wir haben Pause? Ihr geht mir nicht eher vom Feld, bis ich es sage. Und wenn ihr die Erde mit den Händen umgraben müsst. Zurück an die Arbeit. Hallo, Torhild. Wie oft muss ich den Wachen noch sagen, dass Fremde auf den Feldern nichts verloren haben? Die Setzlinge sind empfindlich. Sag jetzt nicht, du wurdest eingeteilt, um zu arbeiten. Ich sehe keine Ausrüstung. Also, ich höre. Ja, wir wurden doch hier hingeschickt von der Lederhändlerin unten. Ich hatte nicht vor, im Dreck herumzukriechen. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Sieh an. Dann verrate mir mal, was es mit den Begriffen Trockenperiode, Säuregehalt und Schädlingstoleranz auf sich hat. Ist das denn wichtig? Das fragst du noch? Nicht zu fassen. Damit das klar ist, Herumtreiber haben hier nichts verloren. Und ich kann keinen weiteren Trampel zwischen den Setzlingen gebrauchen. Als Setzer werde ich dich also nicht einstellen. Für dich habe ich etwas anderes im Sinn. Eine Aufgabe, die nur etwas Muskelkraft erfordert. Sonst nichts. Lass mich raten, die Rattenplage. Wie kann ich dir helfen? Da hier ständig etwas zu Bruch geht, muss Ersatz her. Goliath schickt von Zeit zu Zeit passende Gerätschaften. Geh also ins Vor, Lasse soll sie dir aushändigen. Er ist der Schmied und lagert das Zeug für gewöhnlich ein. Das ist alles? Naja, vielleicht musst du ein paar Mal hin und her laufen. Aber das bekommst du schon hin. Ich darf also annehmen, dass du dich darum kümmerst? Ja, sicher. Also Goliath gibt es noch, nur, ja, also Edan, nur es ist nicht mehr begehbar, leider. Warum werden die dahin? Gute Frage.
Warum werden die Geräte in die Schmiede gebracht, wenn sie auf den Feldern gebraucht werden? Weil wir hier unten keine Mauern haben. Darum. Wir wollen es etwaigen Langfingern ja nicht zu leicht machen. Was wir hier unten an Geräten haben, ist kaum einen Splitter wert. Hast du sonst noch Fragen oder bewegst du dich langsam mal? Ich besorge dir die Werkzeuge. Halt dich aber nicht zu lange beim Schmied auf. Er trinkt gern mal einen. Und wenn du sie hast, sei vorsichtig mit den Haken. Lässt du sie fallen, kann es leicht sein, dass... Ich mach das schon. Wenn die Wache am Tor Probleme macht, sag ihr, du handelst in meinem Auftrag. Sie wird dich dann durchlassen. Okay. Du hältst wohl nicht viel von deinen Setzern. Die meisten sind ehemalige Outlaws. Keinerlei Arbeitsmoral. Sie stinken und sind faul. Ich würde lieber ein paar Kindern ihre Arbeit überlassen, als meine Zeit in ihrer Ausbildung zu verschwenden. Aber so lautet nun mal mein Auftrag. Und ich werde ihnen schon noch die nötige Disziplin einbläuen. Übertreibst du nicht ein bisschen? Naja, sie können eine Waffe halten. Das ist von Vorteil, wenn Gefahr droht. Aber ob ich mich auf sie verlassen kann, wir werden sehen. So, ich muss mich jetzt wieder um das Feld kümmern. Ansonsten wird das hier bald ein großer Komposthaufen sein. Die ist ja genauso drauf wie, wie Kaya, ne? Schon aufgefallen? Hey, Arschkriecher! Ja, du! Ich will mit dir sprechen! Geht's noch, Junge? Wieso quatschst du mit der Alten? Wenn du für sie ackerst, lässt du uns Setzer schlecht aussehen. Bist du auf Streit aus? Du provozierst welchen. Kaum eine Minute auf dem Feld schon den Musterknaben spielen. Typen wie du sind hier nicht gern gesehen. Aber vielleicht bist du ja gar nicht so ein Arschloch. Hast vielleicht sogar was übrig für uns. Lass mal ein paar Splitter rüberwachsen, dann können die anderen und ich uns was Vernünftiges zu spachteln holen. Ich sehe hier nur ein Arschloch. Wer arbeitet, muss nicht betteln. Und wer dumm rumquatscht, sollte besser das Maul halten. Aber was rege ich mich auf? Kriech der Alten wieder in ihren breiten Arsch. Da drin scheinst du dich ja zu Hause zu fühlen. Tschüss. Sehr gut. Ja, Kaya. Ich sag halt jetzt auch immer, was ich mir denke. Da kommt bei dir gut an. So bist du ja auch. Möchtest du zu mir? Nö, ich wollte eigentlich was stehlen, aber... Was willst du hier? Hat sich erledigt. Voll die schönen Häuser. Du solltest besser gehen. Ich meine es wirklich ernst. Gut. Ja, ich bin ja schon weg. Okay. Wann wir da reinschleichen, weiß ich noch nicht. Aber okay, sehr interessant. Wir haben hier jetzt also diese Setzerfelder in der ehemaligen Wüste. Das ist ja mega crazy. Beim nächsten Mal werden wir die Stadt betreten, also das ehemalige Fort, das jetzige Lager der... What the fuck? Berserker. Mal schauen, was uns da so erwartet, oder? Na komm, wir können ja noch bis oben gehen. Die 5 Minuten haben wir noch. Ey, du! Ey, darf ich dich mal kurz stören? Hallo, Olaf. Sicher. Den Rattenärschen sei Dank. Endlich einer, der zuhört. Ich hocke hier schon seit einer Ewigkeit. In der Nähe ist ein verdammtes Rattennest. Die Biester sind immer hungrig und bedrohen die Arbeit auf unseren Feldern. Und ich darf die Scheiße jetzt ausbaden. Bevor die Pestratten nicht erledigt sind, darf ich nicht nach Hause. Deine Pestratten sind erledigt. Wirklich? Oh, danke. Mein Arsch ist gerettet. Hier, nimm das. Jetzt kann ich mich endlich wieder zu Hause blicken lassen. Wo ist denn zu Hause? Irgendwann werde ich die Kampfmagie lernen. Ach so. Der ist also ein Outlaw, der Berserker werden will, ja? Na gut. Wir wollen ja keine Vorurteile haben, ne? Was geht mit dir so, Caleb? Du kommst gerade richtig. Gestatten, Caleb.
Händler deines Vertrauens. Greif zu, solange der Vorrat reicht. Warum handelst du nicht im Vor? Das habe ich den Wachen zu verdanken. Ich komme aus der Kraterstadt und das schmeckt ihnen nicht. Immerhin haben sie mir erlaubt, hier mein Zeug unter die Leute zu bringen. Warum hast du den weiten Weg auf dich genommen? Prophet, im Krater weißt du nie, ob deine Kasse noch da ist, wenn du Feierabend machst. Zu viele lange Finger, sage ich dir. Leider ist es so, dass mein Kundenstamm begrenzt ist. Hauptsächlich kaufen bei mir die armen Schweine ein, die auf den Feldern schuften. Problem ist nur, dass die kaum einen Splitter in der Tasche haben. Und die Wachen decken ihren Bedarf im Vor ein. Sobald die Kasse halbwegs stimmt, ziehe ich ab. Eine goldene Zukunft sehe ich hier für mich nicht. Na gut. Was hast du im Angebot? In meinem Sortiment findest du Waren aus aller Welt. Und das Beste an der Sache sind meine Preise. Weißt du auch warum? Ich will die Waren sehen und nicht quatschen. Du gibst mir einen Rabatt? Willst du mich ruinieren? Ich biete mein Zeug zum handelsüblichen Marktwert an. Kein Nachlass, kein Bonus, kein gar nichts. Ich dachte, deine Preise sind die besten. Das hast du falsch verstanden. Der Vorteil ist, dass sie stabil sind. Ich ziehe niemanden über den Tisch. Nebenbei bemerkt, würde nur ein vollkommener Trottel in meiner Situation behaupten, er könne dir Sonderkonditionen einräumen. Und jetzt sag selbst, sehe ich aus wie ein Trottel? Naja. Ich sollte aufhören, diese Frage zu stellen. Du bist schon der Dritte, der so antwortet. Egal. Jetzt habe ich mich völlig verrannt. Wenn du dir mein Sortiment ansehen willst, gib Bescheid. Zeig mir deine Ware. Selbstverständlich. Okay, was hast du denn schön? Entschuldigung, ich habe gerade was gelesen. Oh, Schwert. Das ist eigentlich ganz nice. Und schon wieder dieser Jetpack-Tank, also. Ja, ich habe halt gar keine Ahnung. Wir haben viel zu viel Scheiß, auf Deutsch gesagt. Eine Sache noch, bevor du abhaust. Denk an mich, wenn du mal wieder in der Gegend bist. Ich kann deine Splitter besser gebrauchen als die verwöhnten Typen da oben. Also, mach's gut. Das Sympathischste ist hier diese Kerze im Glas. Die gefällt mir wirklich sehr gut. Wer hat dich denn hereingebeten? Naja, das heißt hereingebeten. Okay, gehen wir noch hier den Weg hoch, oder? Und dann oben machen wir aus. Und beim nächsten Mal betreten wir das ehemalige Fort der Outlaws. Wir werden sicherlich nochmal zu den Setzlingfeldern gehen, da unten, keine Frage. Aber ich bin schon gespannt, bin ich ehrlich. Ich bin gespannt, was uns da drin erwartet. Da müssen wir auch noch hin. Da müssen wir überall noch hin. Ist natürlich jetzt mega verwirrend, weil das hier alles Wüste war. Bin ich ehrlich. Schönes Wappen. Reißzahn. Eine einzigartige Armbrust. Okay. Teleporter fort aktiviert. Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen rumgekommen, ne? Guck mal hier. So groß ist die Spielwelt, wie gesagt. Okay, vielleicht doch. Wo war nochmal der Krater? Da. Also Outlaws, Berserker, maybe Alps, irgendwo hier oder hier Alps, keine Ahnung. Gut, beim nächsten Mal gibt's das Fort der Berserker. Was für ein Paradoxon, war ja Fort der Outlaws, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal mit Elex 2, ciao.